Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Liebe Schwestern, liebe Brüder, mit dankbarer Freude darf ich Sie alle herzlich willkommen heißen. Heute hören wir in der Lesung aus dem Korintherbrief, es gibt verschiedene Gaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Die Vielfalt der Christen und ihrer Charismen findet im Heiligen Geist zur Gemeinschaft der Glaubenden zusammen, sodass sie miteinander teilhaben an dem, was uns von Gott gegeben ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Am 19. Jahrestag meiner Bischofsweihe sind wir zusammengekommen und ich blicke mit etwas Erstaunen auf die lange Zeit zurück, wie schnell sie vergangen ist. Deshalb ist es gut und recht, liebe Schwestern, liebe Brüder, dankbar zu sein für das, was gegeben wird, für das, was wir erhalten von Gott, unserem Herrn. Deshalb sind wir zusammengekommen, um zu danken. Und in diesem Sinne heiße ich alle Frauen und Männer unserer Diözesankurie willkommen, die in den verschiedenen Diensten nach den Sommerferien die Arbeit wieder aufnehmen. Nicht, dass sie die ganze Zeit jetzt im Urlaub gewesen wären, sondern in dieser Zeit eben auch ihre Ferien hatten und wir jetzt wieder neu beginnen, gestärkt aus dem, was wir erfahren durften. Herzlich grüße ich auch den neu aufgenommenen Alumnus, Priesteramtskandidaten des Priesterseminars und die 10 Pastoralassistentinnen und Assistenten, die heute unter uns sind. Und ich habe gesehen, dass auch viele Diözesantheologen aus dem Wilhelmstift und anderer im Studium befindlichen jungen Leute da sind. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir miteinander jetzt unseren Herrn Jesus Christus loben und preisen, der alles das, was uns gegeben ist, ermöglicht und mit seinem Geist erfüllt. Ihn, den auferstandenen Herrn, wollen wir im Kyrie anrufen. Erbarme sich unser, der gute und der lebendige Gott. Er lasse uns unsere Schuld nach. Er führe uns ins wahre, ins ewige Leben. Amen.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du Ursprung alles Guten, was wir sind und haben, kommt von dir. Lehre uns, die Wohltaten deiner Güte zu sehen und gib, dass wir dich mit aufrichtigem Herzen und mit allen unseren Kräften lieben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt, jetzt und in Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich selbst bin es, ich will nach meinen Schafen fragen und mich um sie kümmern. Wie ein Hirt sich um seine Herde kümmert an dem Tag, an dem er inmitten seiner Schafe ist, die sich verirrt haben, so werde ich mich um meine Schafe kümmern und ich werde sie retten aus all den Orten, wohin sie sich am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels zerstreut haben. Ich werde sie aus den Völkern herausführen. Ich werde sie aus den Ländern sammeln. Und ich werde sie in ihr Land bringen. Ich führe sie in den Bergen Israels auf die Weide, in den Tälern und an allen bewohnten Orten des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden, und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort werden sie auf gutem Weideplatz lagern. Auf den Bergen Israels werden sie auf fetter Weide weiden. Ich selber werde meine Schafe weiden. Und ich selber werde sie ruhen lassen. Spruch Gottes des Herrn. Das Verlorene werde ich suchen, das Vertriebene werde ich zurückbringen, das Verletzte werde ich verbinden, das Kranke werde ich kräftigen. Doch das Fette und Starke werde ich vertilgen. Ich werde es weiden, durch Rechtsentscheid. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Wort des lebendigen Gottes.
sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Da erzählt er ihnen dieses Gleichnis und sagte: Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er da nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keine Umkehr nötig haben. Oder wenn eine Frau 10 Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie die Drachme findet. Und wenn sie diese gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ebenso sage ich euch, herrscht bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir sind versammelt zu einem festlichen Gottesdienst. Aber wir feiern ihn in schwierigen Zeiten. Wenn wir hineinschauen in unsere Welt, viel Beängstigendes. Wenn wir hineinschauen in unser Miteinander Kirche sein, vieles, was uns Sorge macht, vieles, was manche
Menschen ärgert vieles, was uns ängstigt, wenn wir auf die Zukunft schauen, unsere Kirche. Liebe Schwestern, liebe Brüder, behalten Sie dies bitte in Ihrem Herzen und im Hinterkopf, wenn ich jetzt in meiner Predigt Ihnen einige Gedanken weitergebe. Sie sind in diesen Kontext hineingesprochen. Und ich hoffe, dass Sie da und dort spüren, dass diese Worte uns alle, jeden und jede und mich und Sie betreffen. Ich beginne mit einem Zitat, das viele von Ihnen kennen. Freude und Hoffnung. Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung. Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände. Die meisten wissen, das sind die Eröffnungsverse der großen Konzilskonstitution Gaudium et Spes, Freude und Hoffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die Tiefe dieser Aussagen und ihre Bedeutung für uns selbst haben wir bis heute in unserer Kirche nicht ausgeschöpft und für unser Zusammenleben als Kirche nicht verwirklicht. Was bedeutet das für uns heute? Freude und Hoffnung. Trauer und Angst der Menschen von heute. Liebe Schwestern, liebe Brüder, schauen Sie auf sich selbst. Besinnen Sie sich auf sich selbst. Wo ist sie bei Ihnen? Die Freude und die Hoffnung und die Trauer und die Angst. Wo empfinde ich heute, wenn ich einen Blick in meine Seele wage, Freude, Hoffnung, Trauer, Angst? Worüber freuen Sie sich? Was sind Ihre Hoffnungen? Wonach sehnen Sie sich? Worüber sind Sie traurig? Was schmerzt Sie und was hat Sie verletzt? Was erfüllt Sie mit Sorgen und mit Angst? Liebe Schwestern, liebe Brüder, unsere Freude und Hoffnung, unsere Trauer und Angst wissen wir als glaubende Menschen in Gott beheimatet. Er, unser guter Gott, nimmt sie an. Bei ihm sind sie. Diese verschiedenen Dimensionen unserer Erfahrung, unseres Erlebnisses, unseres Gemütes sind bei ihm zu Hause aufgenommen, angenommen. In unserem Glauben an Gott, als Getaufte und Gefirmte, sind wir sicher, sind wir gewiss, dass Gott uns mit allen persönlichen, existenziellen Dimensionen unseres Lebens annimmt, uns liebt. Vor allem, was wir tun und schaffen, vor unseren Aktivitäten, vor unseren Erfolgen oder Misserfolgen. Wir wissen aus dem Glauben, dass wir mit unserer Hoffnung, Trauer und Angst nicht allein gelassen sind in dieser verzwickten und oft angsteinflößenden Welt. Nicht allein gelassen in unserer Angst, nicht auf dem richtigen Weg zu sein, sich zu verirren oder verlassen zu werden, aufgegeben zu werden. Nicht allein gelassen mit unserer Angst, unterzugehen im Chaos des eigenen Lebens oder in dem, was um uns herum sich alles so undurchschaubar ereignet und auf uns einströmt. Dass Gott bei mir ist, dass er mich liebt, dass er uns nicht verlässt,
Trost. Das tröstet und befreit zugleich von unseren Verzweiflungen und Ohnmachtsgefühlen. Gott ist bei mir. Das spendet Trost, wo wir uns ausgegrenzt fühlen, verlassen, alleingelassen oder verurteilt oder falsch beurteilt und vernachlässigt. Wo uns übel nachgeredet wird und hilflos dem Spott und der Häme anderer ausgesetzt sind. In Gott sind wir mit all dem im Letzten aufgenommen und angenommen. Er ist bei uns. Und ein großer Mystiker unserer christlichen Glaubens- und Spiritualitätstradition sagt das Wort: Gott ist mir näher, als ich mir selbst bin. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn einer der ganz großen biblischen Gestalten von Gott, dem guten Hirten, spricht, dann ist genau das gemeint. Ich weiß, dass dieses Wort vom guten Hirten und den Schafen, die vorausgehen oder nachtrotten und behütet werden, weil sie so unmündig sind, oft missverstanden wird. Aber es geht genau darum, Gott ist der gute Hirte von uns allen. In all unserer Freude und Trauer, unserer Hoffnung und Angst hält Gott seine kraftvolle Hand über uns. Dass wir weder traurig werden müssen und verzweifeln, noch dass wir übermütig werden und euphorisch und dann abstürzen. Der gute Hirte Gott spricht, und das hörten wir heute in der Lesung, und ich möchte die Quintessenz dieser Lesung mit den kurzen Zeilen der Mitte noch einmal wiedergeben. Ich, spricht der gute Hirte Gott, ich werde meine Schafe, wir würden das übersetzen, die meinen, die, die mir lieb und teuer sind, alle, die ihr mir lieb und teuer seid, ich werde sie euch auf Weide führen. Ich werde sie ruhen lassen. Will ich ein Wort? Gott lässt uns ruhen. Die verloren gegangen will ich suchen. Die Vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden, die Schwachen kräftigen, die Starken behüten. Ich will ihr Hirt sein und für sie sorgen, wie es recht ist. Das sagt Gott von sich selbst, auch zu uns heute. Mit den Worten, die damals in dieser Zeit plausibel waren und die auch für uns, wenn wir in uns selber hineinhören und dieses Gleichnis vom guten Hirten und den Menschen, die ihm anvertraut sind, recht verstehen, dann werden wir sehen, dass das auch für uns heute, für alle gilt. Wo wir uns so in Gott geborgen, so ganz in ihm beheimatet fühlen dürfen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, da muss uns nicht mehr bange sein. Nicht mehr um uns selbst. Da müssen wir uns nicht selbst retten. Da müssen wir uns nicht um uns kümmern und immer nur ums eigene kreisen, sondern können aus uns herausgehen und uns kümmern um die anderen, die Armen und Bedrückten aller Art, wie das in den Eröffnungsversen der Konstitution Gaudium et Spes ja heißt. Da können wir aus uns herausgehen und uns kümmern um die anderen, Armen und Bedrückten aller Art, in all ihren Ängsten, in all ihren Sorgen und Verlorenheiten, von denen er, der ganze zitierte Text des Konzils, in besonderer Weise spricht.
wo wir im Glauben an Gott, den Guten, den Treuen, den gute Hirte Gott, unserem Schutz und Schirm, so verwurzelt sein dürfen, da können wir als Jüngerinnen und Jünger Christi Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, annehmen, sehen, annehmen, aufnehmen. Denn es gibt für uns in Gott Verwurzelte und von Gott Gehaltene nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in unseren Herzen seinen Widerhall fände. Liebe Schwestern, liebe Brüder, da möchte ich jetzt in einem großen Satz das etwas zusammenfassen. Wo wir so als gottglaubender Mensch, als gottglaubende Gemeinschaft von Gläubigen uns geliebt wissen und Menschen in all ihren Sorgen, Ängsten und Verlorenheiten wirklich wahr und annehmen, in uns und unter uns geborgen sein lassen und uns sorgen und um sie kümmern, so wie es recht ist, da können wir selbst versuchende und haltlose Menschen, wir alle miteinander, wo das geschieht, zum erfahrbaren Abbild des großen, guter Hirte Gott werden, mitten in unserer Zeit und Gesellschaft. Wo wir als Kirche ein so lebendiger Ort des Eingeborgenseins in Gott und des Eingeborgenseins von Menschen in ihren seelischen und leiblichen Nöten werden oder sind, da wird aus Kirche eine erfahrbare Oase des Lebens, voller Hoffnung und Zuversicht. Da werden wir, die wir erschöpft sind oft, Kraft und Mut schöpfen können. Kraft und Mut, um dann anderen an der geschöpften Kraft Anteil zu geben, durch menschliche Gesten und heilsame Taten der Liebe. Dann sind wir, und ich sage das mit den Worten, mit denen wir unsere Ortskirche Rottenburg-Stuttgart kennzeichnen, als einen Anspruch, dann sind wir eine diakonische Kirche. Eine den Menschen dienende Kirche. Nicht, dass die Menschen uns dienen müssten, sondern umgekehrt. Dann sind wir eine dienende Kirche, in der der gute Hirte Gott erfahrbaren Raum gewinnt, mitten in dieser Zeit. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich komme zum Schluss. In einer sich verändernden Zeit, die voll Unruhe ist, wo Menschen suchen und fragen, sich sorgen und ängstigen, bekommt das Wort eines großen Theologen ganz am Anfang der frischen jungen Kirche eine große aktuelle Bedeutung. Er sagt, Gott hat die Kirchen wie Häfen im Meer angelegt, damit ihr euch aus dem Wirbel irdischer Sorgen dahin retten könnt, um Ruhe zu finden. Liebe Schwestern und Brüder, Kirchen wie Häfen im Meer, das sind lebendige, einladende, attraktive und hilfreiche Kirchengemeinden in stürmischer Zeit. Das immer wieder zu erneuern und zu ermöglichen, das verspreche ich mir von einer geistlichen und realen Erneuerung der katholischen Kirche in Deutschland, in dem, was wir jetzt beginnen, mit dem synodalen Weg. Und das verspreche ich mir von einer geistlichen und realen Erneuerung unserer Diözese, dass unsere Kirche an vielen Orten für viele unterschiedliche Menschen bewohnbar bleibt oder erst bewohnbar wird. Alle Erneuerungsprozesse haben im Letzten das Ziel,
Kirche so lebendig zu gestalten, dass sie für heimatlos gewordene, für seelisch obdachlos gewordene Menschen, Suchende, ein wirkliches Zuhause bietet. Meine Vision ist eine Kirche, in deren Gemeinschaft die Sinnsuchenden Sinn finden, die Verängstigten und Verunsicherten wieder Mut und Hoffnung schöpfen. Ziel unserer Veränderungen, Initiativen und Bemühungen ist es, Kirchengemeinden als geistlich lebendige Räume zu stärken, in denen und an denen das heilsame Evangelium Jesu Christi wirklich erlebbar wird. Dass Menschen aus dem Wirbel irdischer Sorgen herauskommen, entkommen, sich in der Gemeinschaft der Mitglaubenden angenommen wissen, dass sie zur Ruhe kommen und Ruhe finden. Wo Kirche Heimat ist und schenkt und den Bedrängten aller Art hilfreich ist, da wirkt sie als diakonische Kirche missionarisch. Meine Vision ist eine künftige Kirche, die geistlich erneuert wirkt in unseren Kirchengemeinden, in den Seelsorgeeinheiten und christlichen Einrichtungen, in all den Aktivitäten, die es bei uns gibt. Alle, die getauft sind auf den Geist Jesu Christi, werden hierzu gebraucht. Wir alle in den unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, in den Diensten und Ämtern, ebenso wie in den Ehrenämtern, in den Gläubigen, Getauften und Gefirmten, wir alle sind Werkzeuge des Gottesgeistes in dieser Zeit zum Heil der Menschen. Alles gute Hirten, dann wird unsere Kirche zu einem Spiegelbild, erfahrbaren Raum des guten Hirten Gott. Amen. Wir sprechen miteinander das große Glaubensbekenntnis. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die Sichtbare und die Unsichtbare, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren. Gezeugt, geschaffen, eines Wesens mit
Jesus Christus ist unser guter Hirt. Er will, dass kein Mensch verloren geht. So bringen wir ihm unsere Bitte. Für alle in schwierigen sozialen Lebenslagen, die benachteiligt sind und in unserer Gesellschaft verloren zu gehen drohen. Für alle, die den Sinn ihres Lebens darin finden, sich uneigennützig für die Gemeinschaft einzusetzen. Ehrenamtlichen in unserer Kirche, die Frauen und Männer in den pastoralen Diensten, die Diakone, Priester und Bischöfe und heute ganz besonders für unseren Bischof Gebhard. Alle Schülerinnen und Schüler, die das neue Schuljahr beginnen, mit Sorge und Angst oder mit Freude und Elan. Unsere Verstorbenen, die wir deiner Barmherzigkeit anempfehlen, wenn sie im Licht deiner Gegenwart das Gelungene und das Versäumte in ihrem irdischen Leben erkennen können. Unser barmherziger Vater, dein Sohn Jesus Christus führt alle zu dir. Wir preisen dich durch ihn im Heiligen Geist, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir bringen unsere Gaben dar für das Opfer des Lobes. Lass deine Engel sie vor dein Angesicht tragen. Nimm sie gnädig an und schenke uns durch sie dein Heil. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebe die Herzen. Wir haben sie bei Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und deine Größe zu preisen. Du bedarfst nicht unseres Lobes, es ist ein Geschenk deiner Gnade, dass wir dir danken. Unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren, doch uns bringt der Segen und Heil durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott,
Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, dem heiligen Martin und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Gebhard und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester, Diakone und Ordensleute, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, guter Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Und führe zu dir alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tisch sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen,
der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, zu allen, die aus seinem Geist zu leben versuchen: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir in dieser so verwirrten, von Streit und Hass erfüllten Zeit um den Frieden. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche, schenke ihr uns allen nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Und so gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Thank you.
Seht Christus, das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Schuld dieser Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Christus spricht, ich bin bei euch, alle Tage, bis diese Zeit vollendet ist.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, durch das Brot des Lebens befreist du uns von der Sünde und gibst uns immer wieder neue Kraft. Lass uns auf dem Weg deiner Gebote voranschreiten und die kommende Herrlichkeit erwarten. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Schwestern, liebe Brüder, zum Ende des Gottesdienstes möchte ich Ihnen noch einmal herzlich danken, dass Sie mit dabei waren, mitgefeiert haben. Die Gemeinschaft des Glaubens, die Communio, erlebt haben und mitgestaltet haben. Ich freue mich ganz besonders, dass die Mädchenkantorei am Rottenburger Dom unter der Leitung von Domkapellmeister Christian Schmidt uns gesungen haben. Und der Domorganist Professor Juben Sturm und die Kantorin und Kantoren, die uns Lesung und Gesang vorgetragen haben. Herzlichen Dank, besonders den Chören und der Musik. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich habe in meiner Predigt begonnen und gesagt, wir leben in nicht einfachen Zeiten. Das katholische Sonntagsblatt hat mich gebeten, eine Serie zu schreiben, wie ich mir denn die Zukunft unserer Kirche in den verschiedenen Bereichen der Jugendarbeit, der Ökumene, der Dienste und Ämter, der Frauen und Männer und verschiedener anderer Dimensionen, besonders auch der Kirchengemeinden, wie sie gestaltet und geleitet werden. Ich habe diese verschiedenen Themen, Seiten des Sonntagsblatts zusammenfassen lassen in einer kleinen Schrift. Ich habe sie Ihnen mitgebracht und Sie können sie am Ausgang mitnehmen. Da muss man nicht immer alles lesen, aber es wäre schön, wenn Sie die eine oder andere Seite lesen, dass Sie sehen, wofür wir in unserer Diözese stehen. Wir haben auch da viel zu danken. Trotzdem brauchen wir immer wieder Gottes Segen, dass er mit seiner Kraft unter uns wirkt. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der im Namen der erschaffen hat. Und so segne euch und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Und ich darf noch anfügen, Sie sind herzlich willkommen oben im Bischofshaus. Ich lade Sie gerne ein, dass wir dort noch etwas miteinander verbinden, reden und sprechen. Und auch eine kleine Speisung miteinander haben.